Jetzt kommen wir ganz schnell zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die FDP möchte hier debattieren über eine bessere steuerliche Absetzbarkeit für digitale Wirtschaftsgüter. Das sind zum Beispiel betrieblich genutzte Computerprogramme. Erster Redner Markus Herbrand für die FDP. Doch wie wir die Unternehmen bei dieser Mammutaufgabe unterstützen, insbesondere wie wir die vielen kleinen und mittleren Unternehmen dazu befähigen werden, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, darauf brauchen wir dringend neue Antworten. Es gehört leider zur Lebenswirklichkeit in Deutschland. Große Unternehmen und Konzerne haben diesen Transformationsprozess eigentlich schon längst aus eigenem Antrieb angegangen. Und wir müssen aber leider erkennen, wie schwer sich die Kleinsten unter unseren Selbstständigen mit diesem Thema tun. Das ist leider auch eine Folge der Politik, die sich seit Jahren schwer damit tut, dieses Thema, dieses Megathema überhaupt anzugehen. Die Notwendigkeit, in neue Software und neue Programme zu investieren, betrifft heute tatsächlich jeden Betrieb. Das ist auch unabhängig davon, wie sehr die Infrastruktur vor Ort ausgebaut ist. Das betrifft den Dachdecker in der Eifel genauso wie den Heizungsbauer in Berlin. Wir alle erleben zum Beispiel zurzeit, dass uns Banken Kontoauszüge nur noch elektronisch zur Verfügung stellen. Die wenigsten können aber auch schon auf Softwarelösungen zugreifen, die diese Kontoauszüge automatisiert verarbeiten. Und im Übrigen müssen wir, das zeigt ja auch die Debatte jetzt tagesaktuell, die Firmen auch befähigen, sich vor Angriffen zu schützen. Auch das kostet viel Geld, und dafür wollen wir bessere Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, damit auch diese Digitalisierungsmaßnahmen leichter von den kleinen und kleinsten Unternehmen bewältigt werden können. Gleichzeitig wollen wir Bürokratie abbauen für Wirtschaft und Verwaltung. Konkret fordern wir, die Vorgaben im Hinblick auf die Abschreibungsdauern von Software anzupassen, indem wir für solche digitale Innovationsgüter die Nutzungsdauer auf 3 Jahre vereinheitlichen. Das wäre im Übrigen auch ein Schritt in die wirtschaftliche Realität. Die amtlichen Abschreibungstabellen stammen noch aus den Anfang 2000er Jahren. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, Sofortabschreibungen auf solche Investitionen vorzunehmen, die Anschaffungen bis 2000 Euro betreffen. Wir könnten uns da auch mehr vorstellen. Wir können da gerne in einen Überbietungswettbewerb eintreten. Allerdings befürchte ich, dass wir alle auch Haushälter in unseren Fraktionen haben. Und schließlich. Vielleicht sollte man das auch hoffen, nicht nur fürchten. Nein, ich hoffe es auch tatsächlich. Ja. Schließlich wollen wir die Sonderabschreibung für kleine und mittelständische Unternehmen, die bisher auf bewegliche Wirtschaftsgüter beschränkt ist, auch für Wirtschaftsgüter öffnen, die der digitalen Transformation dienen. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann das natürlich auch nur ein erster Schritt sein. Wir werden weiter auch am Ziel einer umfassenden strukturellen Steuerreform festhalten. Weitere Steueränderungen müssen folgen, Vereinfachungen vor allen Dingen, aber auch Entlastungen durch mehr Bürokratieabbau die Betriebe betreffend. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist unsere Pflicht, passende Antworten auf die Fragen der Digitalisierung zu geben. Wir geben die Rahmenbedingungen vor, und die Initiierung eines Heimatministeriums alleine kann nicht ernsthaft die Antwort der Politik auf die Fragen der Zukunft sein. Mein Appell daher: Unterstützen Sie die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, indem Sie ihnen den Weg in die Digitalisierung erleichtern. Unterstützen Sie bitte unseren Antrag. Haben Sie herzlichen Dank. Ja, vielen alles Dank. Klar. Nächster Redner ist der Gut, Kollege super. Hans Michelbach für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Für die CDU-CSU ist der Mittelstand der zentrale Kraftquell unserer Wirtschaft, aber auch unserer gesamten Gesellschaft. Er ist das Rückgrat von
Innovation, von Wertschöpfung, von Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in unserem Land. Deshalb beschäftigt sich der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ausführlich mit der Zukunft des Mittelstandes. Denn wenn wir Wachstum und Wohlstand in unserem Land auch für die Zukunft sichern wollen, braucht es natürlich mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen. Das ist die Basis unserer gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik, die wir in der Koalition in der Zukunft gestalten wollen, meine Damen und Herren. Und dazu gehört selbstverständlich auch das wichtige Thema Digitalisierung. Und wie es aussieht, meine Damen und Herren von der FDP, Sie sind ja voll des Lobes über diesen Koalitionsvertrag, wie ich gerade bei dem Redner gehört habe. Denn der hier eingebrachte Antrag ist eigentlich nichts anderes als eine Art Copy-and-Paste-Version aus dem Koalitionsvertrag. Allerdings greift dieser Antrag lediglich den Punkt Abschreibung heraus, von dem nicht einmal klar ist, ob er sachlich das Ziel auch wirklich erreichen kann, das Sie ihm zuschreiben. Meine Damen und Herren, das, was wir brauchen zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses des Mittelstands, ist ein stimmiger Gesamtentwurf und nicht nur fragwürdige Brosamen, meine Damen und Herren. Wir müssen dafür sorgen, dass der Mittelstand auf breiter Front die Chancen der Digitalisierung noch besser ergreifen kann. Herr Präsident, Sie blinken. Nein, das ist noch bei mir schon. Das ist noch vom Vorredner. Lassen Sie sich nicht beirren. Fahren Sie fort. Gut, vielen Dank. Wir müssen dafür sorgen, dass der Mittelstand auf breiter Front die Chancen der Digitalisierung ergreifen kann. Dazu müssen wir die digitale Transformation des Mittelstandes eben mit einem Gesamtkonzept fördern, meine Damen und Herren. Dazu gehört sicherlich die Fortschreibung und Überprüfung der gesamten AFA-Tabellen. Dies muss aber sachbezogen für alle Anlagegüter nach dem tatsächlichen Werteverzehr stattfinden und nicht nach dem populistischen Prinzip, wer bietet gerade mehr, meine Damen und Herren. Das kann es doch nicht sein. Das ist auch fachlich nicht begründet. Und wir fangen bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen auch keinesfalls bei Null an. Wir haben gerade erst zum 1. Januar die Grenze der Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 auf 800 Euro erhöht. Das bedeutet eine Steuererleichterung für den Mittelstand über 5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Das ist ein Erfolg für den Mittelstand. Darüber muss man reden. Sie haben das vielleicht nicht mitbekommen, weil Sie hier nicht dabei waren, aber ein Beispiel für die Unterstützung des Mittelstandes ist auch der sogenannte Digitalbonus im Freistaat Bayern, den die bayerische Staatsregierung in enger Abstimmung mit den Kammern realisiert hat. Das Programm ist so begehrt und erfolgreich, dass es finanziell aufgestockt wurde und die Wünsche erfüllt werden. Es gibt also einen Investitionsschub für die digitale Transformation des Mittelstandes. Und für mich ist klar, wir brauchen ein Gesamtkonzept nach dem Koalitionsvertrag und wir werden diesen vorstellen. Deshalb sollten wir nicht Zeit nur für kleine Bausteine heute verschwenden, sondern dringlich einen gesamten Entwurf erarbeiten. Und dazu mitzuarbeiten, meine Damen und Herren, lade ich das gesamte Plenum sehr herzlich ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben bewiesen, mit über 5 Milliarden Steuerentlastung bei der Abschreibung einen wesentlichen Vorteil für den Mittelstand geschaffen zu haben. Und wir werden mit einem Gesamtkonzept weiter daran arbeiten, die Kraft des Mittelstandes zur Entfaltung bringen zu können. Das dient dem Gemeinwohl in unserem Land. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war Hans Michelbach. Er ist der Vorsitzende der Mittelstandsunion, der CDU-Fraktion. Jetzt geht es weiter mit Lothar Binding für die SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, kann ich ja direkt an Hans Michelbach anschließen. Der Applaus hat ja gezeigt, wir üben schon ein bisschen die Große Koalition. Denn die Förderung von Investitionen in die Digitalisierung von Unternehmen, aber auch natürlich des Staates, hat sich die künftige, hoffentlich kommt es dazu, Koalition ja vorgenommen. Also es ist eine gemeinsame Aufgabe. Und klar, die Abschreibungstabellen sind alt und müssen routinemäßig immer wieder mal überholt werden. Denn die Innovationszyklen, auch in denen sich Deutschland entwickelt, werden immer kürzer. Deshalb ist es sinnvoll, diese Tabellen immer wieder zu überarbeiten. Und deshalb ist auch gut, dass die FDP darüber nachdenkt und das aufgreift. Also dieser Ansatz ist gut.
Schlecht ist natürlich, dass der Anwendungsbereich logisch, ich bin ja im Objektiven hier. Also schlecht ist, dass der Anwendungsbereich im Beliebigen endet. Und das birgt auch gewisse Gefahren. Das grundsätzliche Problem ist, dass mit den Begriffen, die Sie benutzen, digitale Innovationsgüter, digitale Transformation, die Reichweite des Gesetzes überhaupt nicht näher definiert ist. Und wenn die Reichweite eines Gesetzes völlig offen ist, Sie schütteln den Kopf, als müssten Sie mir dann noch definieren, dann ist es ein relativ unbestimmtes Gesetz, macht große Probleme. Und man muss sagen, Herr Binding, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich würde sagen, das machen wir später. Er kann es vielleicht in der Replik später anfügen. Die maximale Nutzungsdauer von 3 Jahren ist ein gutes Bauchgefühl. Aber man muss sagen, es wurde gerade schon gesagt, dass die technische Nutzungsdauer und die Nutzungsdauer bestimmten objektiven Kriterien zu folgen hat und nicht einfach so aus dem Gefühl pauschaliert daherkommen kann. Man muss ja auch überlegen, eine ERP-Software, Enterprise Resource Planning Software, die sich auf Ressourcen, Kapital, Personal, Betriebsmittel, Material, I&K, IT-Technik bezieht, ob das pauschal überhaupt der richtige Ansatz ist, aber es ist sehr grobschlächtig. Und das müsste die FDP noch ein bisschen zeigen, denn die tatsächliche Nutzungsdauer haben Sie mit den 3 Jahren möglicherweise überhaupt nicht erwischt. Und jetzt kreuzen sich 2 Dinge, die in einer Gefahr kulminieren, nämlich die beliebig festgesetzte Abschreibungszeiträume mit der unbestimmten Menge nicht näher definierter Wirtschaftsgüter. Und wenn sich das kreuzt, können Sie gar nicht mehr beschreiben, worum es eigentlich geht. Und das ist keine gute Gesetzesgrundlage, auf der wir arbeiten können. Überhaupt von der technischen Nutzungsdauer abgekoppelte Abschreibungszeiträume, das muss man sich auf den Kopf zergehen lassen. Wenn wir das sozusagen fortsetzen auf alles andere, dann sind wir schnell in einer pauschalen Begünstigung. Pauschale Begünstigung ist nah an der Subvention. Dann schreiben Sie den nächsten Subventionsbericht um. Das ist einfach gefährlich. Zumal, und das ist vielleicht ein Gedanke, der Ihnen sogar hilft, dass möglicherweise schon mehr passiert, als Ihr Antrag intendiert, denn die Aufrüstung solcher Systeme, also als Erhaltungsaufwand, ist ja sofort abziehbar. Und wenn man das mit einrechnet, merkt man auch, die Schlagkraft Ihres Antrags landet sehr schnell in einem leeren Anwendungsbereich, und das ist natürlich schwierig. Es ist noch was. Ihr Antrag hat einen ganz starken Binnenblick. Selbst wenn man den teilt, dann haben Sie vergessen, dass wir ja in Europa über die GKKB nachdenken, über eine konsolidierte körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage. Und im Rahmen dieser Arbeiten müssen natürlich auch die Tabellen überarbeitet werden. Und das muss man mit in den Blick nehmen, wenn man eine europarechtstaugliche Gesetzgebung haben will. Und die Wertgrenzen, da hat Hans Michelbach schon was gesagt, bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern, jetzt einfach mal so eben in diesen unbestimmten Anwendungsfällen auf 2.000 Euro anzuheben, nachdem wir sie gerade um 100% angehoben haben. Also da denke ich, Sie sagten, mehr wäre auch noch möglich. Ja, mehr ist immer möglich, aber Sie haben ja auch den Auftrag, den Fiskus sozusagen vor der Auszehrung zu schützen. Sie haben den Hinweis auf die Haushälter selber gegeben. Also da merkt man, was passiert. Die 7G-Abschreibung, die gegenwärtig auf bewegliche Güter des Anlagevermögens beschränkt ist, sagen wir mal, zu überlegen, auf immaterielle Wirtschaftsgüter zu erweitern, das ist eine Sache, eine gute Anregung, die wir sicherlich mitnehmen, auch in die Gesetzgebung, die wir uns für die nächsten 4 Jahre vorgenommen haben. Sie merken, Ihr Antrag hat keine schlechten Ansätze, aber er ist nicht hinreichend für ein ordentliches Gesetz. Schönen Dank. Nächster Redner ist Lothar Binding war das für die SPD-Fraktion und ihm folgt jetzt Albrecht Glaser für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, das Parlament sei das Herz der parlamentarischen Demokratie, hatte der Präsident zu Beginn der Legislaturperiode hervorgehoben. Einmal abgesehen davon, dass im Zuge einer Herztransplantation dieses Organ von Berlin nach Brüssel wandert das Parlament. Gerade vor Stunden haben wir uns mit dem Versuch der EU befasst, den Nationalstaaten vorzuschreiben, wie sie ihre Haushaltspläne aufzustellen haben. Haben wir in den letzten Wochen viele gesinnungsethische Reden gehört? Es drängt sich der Verdacht auf, dass dieses eine Art von Politikersatz darstellt. Statt der Erörterung von Schicksalsfragen des Landes werden zudem politische Einzelfragen ins Schaufenster des Parlaments gestellt,
die dem Publikum gefallen sollen. Im 5-Minuten-Takt werden sie hier besprochen und verschwinden dann in der Welt der Ausschüsse. Um die Schaustücke wirkungsvoll platzieren zu können, wurden viele dieser Anträge offenbar bewusst besonders zeitnah zur Plenarsitzung den übrigen Fraktionen bekannt gegeben, damit deren Befassung mit den Themen möglichst erschwert wird. Eine Art umgekehrtes Mikado. Wer sich zuletzt bewegt, hat gewonnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der hiesige Antrag unter Top 6 ist als Drucksache 19.959 seit gestern verfügbar. Ein Zeitpunkt also, zu dem alle Arbeitskreise und alle Fraktionen bereits getagt haben und sich daher mit dem Antragsgegenstand überhaupt nicht befassen konnten. Eine gute Voraussetzung also für eine qualitätsvolle Diskussion, meine Damen und Herren. Ich denke, der Stil geht so nicht. Und ich denke, darüber sollten wir auch reden, da sollte nur der Ältestenrat reden. Es geht im Kern darum, meine Damen und Herren, was den Antrag angeht, unternehmensfreundliche Abschreibungsregelungen für sogenannte digitale Investitionsgüter zu schaffen. Der Begriff, der in der Tat, wie schon die Vorredner gesagt haben, kein technischer Begriff des Rechts ist, ist eine sehr softige Umschreibung eines Problems. Aber er ist keine justiziable Vorlage, wo man irgendetwas Vernünftiges daraus machen könnte. Die sehr allgemeine Forderung, in einer gesetzgeberischen Behandlung, die einer gesetzgeberischen Behandlung zugeführt werden sollen, enthalten weder Spektakuläres, noch sind sie handwerklich tauglich, konkrete Regelungen daraus abzuleiten. Ich erlaube mir zu zitieren aus der Vorlage. Römisch 2. Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, sich gemeinsam mit den Ländern für eine Überarbeitung der Abschreibungsvorschriften einzusetzen. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, so genau wollten wir es auch nicht wissen. Sie beklagen vorher die handwerkliche Unpräzision. Sie beklagen darüber, dass man sagt, man muss beispielsweise für eine Zuständigkeitsverlagerung die Struktur verändern. Und hier schreiben Sie in dieser allgemeinen Form einen Gesprächsauftrag. Dann kommt der Punkt 1. Die dem Prozess der Digitalisierung von Geschäftsmodellen beziehungsweise der digitalen Transformation von Wertschöpfungsketten eine angemessene und damit stärkere Beachtung schenkt. Meine Damen und Herren, das ist einfach nichts. Das ist eine völlig inhaltsleere Phrase, mit der überhaupt gesetzgeberisch nichts anzufangen. Der zweite Punkt. Für digitale Investitionsgüter, das schreiben Sie erneut in Anführungszeichen, beziehungsweise für Wirtschaftsgüter, die der digitalen Transformation dienen, eine einheitliche maximale Nutzungsdauer von 3 Jahren vorzustellen. Meine Damen und Herren, wie ein Mittelständler seine Digitalisierung macht, ob er sie beispielsweise dadurch macht, dass er große Leasingverträge abschließt, oder ob er investiert, ist eine völlig freie Entscheidung des Unternehmers. Und wenn er das so macht, und das ist typischerweise der Fall, dass er least, dann hat er keine Wirtschaftsgüter, dann hat er sofort Betriebsausgaben. Und die kann er sofort abziehen, und damit hat er überhaupt kein Problem. Und da brauchen wir über Abschreibung gar nicht zu reden. Dritter markanter Punkt, der uns allen Fahrtrichtungen gibt, wie wir jetzt Gesetzespolitik machen können im Steuerrecht. Bei Aufwendungen zur Einführung eines betriebswirtschaftlichen Softwaresystems ebenfalls eine Nutzungsdauer von 3 Jahren vorsehen. Es ist genauso substanzlos und deshalb mit allem Respekt, die Intention ist ja okay. Diese Modernisierung sollte steuerrechtlich vernünftig begleitet werden, damit wir uns der Sache gar nicht auseinander diskutieren. Aber das, was Sie hier dazu liefern, ist einfach so dünn wie der Kaffee. So, meine Damen und Herren, es kommt dann auch wunderbar, weil die Sprache nicht so schön ist. Die Möglichkeit der Sofortabschreibung für sogenannte Trivialprogramme soll gewährleistet sein. Also, meine Damen und Herren, mit Handwerk, mit Steuerrecht und mit Hilfestellungen für eine Verbesserung der Lage für den Mittelstand, leider hat das nichts zu tun. Man darf die Vorhersage wagen, so spät wie dieser Antrag entstanden ist, so früh wird er auch wieder verschwinden. Was dieses Land bräuchte, wäre eine große Steuerreform, meine Damen und Herren. Es ist angedeutet worden, es wäre ja schön, wenn die Große Koalition sich das vor die Brust nimmt, in der Ertragssteuer, das komplizierteste Einkommenssteuerrecht der Welt. Das haben wir, und wir haben es seit Jahrzehnten, und es ist nicht zu erkennen, dass sich daran etwas ändert. Es ist nichts zu hören, die Große Koalition verspricht keine Steuererhöhungen. Beim Lesen des Absichtspapiers kann man allerdings das Gegenteil lesen. Was die heimlichen jährlichen Steuererhöhungen angeht, ein richtiges und ein echtes Problem und ein Gerechtigkeitsproblem,
wird nur gesagt, wir machen dann gelegentlich Berichte gegen Ende der Legislaturperiode und gucken, ob wir was draus machen. Das kann so nicht sein und darum werden wir uns noch kümmern. Sie müssen langsam zum Schluss kommen, Herr Ich komme zum Schluss. Stattdessen steht die Zinsabschlagsteuer soll entfallen und dann wird das Projekt einer zusätzlichen Börsenumsatzsteuer angesprochen. Kurzum, es wird Steuererhöhungen geben. Lassen Sie uns also, meine sehr verehrten Damen und Herren, über eine echte Steuerreform sprechen, bei der gerne dann auch solche Einzelfragen diskutiert werden können. Aber es wäre sehr hilfreich, wenn wir unsere kostbare Zeit nicht dazu verwenden, solche Schaufensterschaustückchen hier zu zelebrieren. Herzlichen Dank. Albrecht Glaser war das für die AfD-Fraktion und er hat hier, abgesehen von den Inhalten, noch mal kritisiert, dass dieser Antrag der FDP sehr spät vorlag. Dass die Fristen für die Aufsetzung von Anträgen hier im Plenum für alle Fraktionen gleich sind und dass bisher auch alle Fraktionen in gleicher Weise davon Gebrauch gemacht haben. Nächster Redner ist der Abgeordnete Fabio De Masi von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die FDP plakatierte im Wahlkampf Digitalisierung first, Bedenken second. Sie fordern nun erweiterte Abschreibung für digitale Investitionen. Die Linke befürwortet bessere Abschreibungsregeln für investierende Unternehmen. Mit ihrem Antrag droht jedoch, und das meine ich frei von Polemik, Steuerberater first, Investitionen second. Richtig ist, es gibt gute Gründe, Investitionen durch verbesserte Abschreibungsregeln anzureizen. Warum? Steuersenkungen für Forschung von Unternehmen führen wie bei den berüchtigten Patentboxen häufig zu Missbrauch und haben auch laut OECD keine positiven Effekte. Bei Abschreibungen ist die Idee jedoch, Unternehmen investieren heute und morgen besteuert der Staat die Erträge. Es wird also nicht auf Steuern verzichtet, diese werden vielmehr gestundet, um Investitionen anzureizen und in Zukunft sogar höhere Steuereinnahmen zu erzielen. Bessere Abschreibungsregeln sind daher insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen interessant, die im Unterschied zu Konzernen schlechtere Liquidität haben. Wer A sagt, muss aber auch B sagen. Dies erfordert im Gegenzug Wertzuwächse, etwa von nicht betriebsnotwendigen Vermögen, das ja verkauft oder beliehen werden kann, realistischer zu besteuern. Das fehlt in Ihrem Antrag. Die Linke hat Sympathie für degressive Abschreibungsregeln, eine Ausweitung der Schwelle für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern oder kürzere Abschreibungsfristen für Software. Ihr Antrag auf eine digitale Sonder-AFA belohnt aber nicht generell investierende Unternehmen, und zwar analog und digital, sondern eine Armee von Steuerberatern und wird die Finanzverwaltung lahmlegen. Sie fordern bessere Abschreibungsregeln für digitale Innovationsgüter bzw. Wirtschaftsgüter, die der digitalen Transformation dienen. Die Erfahrung lehrt, wenn Sie ein Fremdwörterbuch für Steuertexte brauchen, lassen Sie es besser sein. Abzugrenzen, was digitale Innovationsgüter sind und was nicht, macht Steuergesetze komplizierter. Ist es der 3D-Drucker oder die Espressomaschine mit Sprachsteuerung? Die Aufgabe des Bundestages bei der digitalen Steuerpolitik ist jedoch weitaus größer. Erstens, Deutschland hinkt bei digitalen Investitionen sowohl den staatlichen wie den privaten hinterher. Zweitens, wir müssen sicherstellen, dass internationale Konzerne angemessen besteuert werden, auch um Wettbewerbsverzerrungen gegenüber heimischen, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu vermeiden. Google oder Amazon haben keine Betriebsstätte gemäß OECD in Deutschland. Amazon sagt etwa, wir versenden ja nur Pakete. Eine Betriebsstätte ist für die Besteuerung der Gewinne in Deutschland aber maßgeblich. Man kann nun den digitalen Unternehmen in Deutschland wie SAP die Steuern senken, dann fehlen uns aber die Mittel für die öffentliche digitale Infrastruktur. Oder man kann Wettbewerbsnachteile ausgleichen, indem wir uns Google, Amazon und Co. zur Brust nehmen. Das will DIE LINKE. Etwa indem wir den steuerlichen Abzug von Betriebsausgaben einer Autovermietung, die Werbung bei Google kauft, einschränken, wenn der Profiteur, also Google, in einer Steueroase sitzt. Das hat Kubicki mal selbst vorgeschlagen. Herr Kubicki, Verzeihung, so viel Zeit muss sein. Wir müssen Irland ja nicht noch subventionieren. Oder indem wir eine
Quellensteuer auf Zahlungen, zum Beispiel für Käufe auf Amazon, erheben. Einem Internetversand würde diese Quellensteuer erstattet werden, wenn er in Deutschland sitzt. Der Preis der Produkte würde sich also nicht ändern, aber für Amazon und Co. in den Steueroasen würde es teurer. Ich fasse zusammen. Der FDP ist es gelungen, das Wort digital möglichst oft in einen Antrag zu packen. Herzlichen Glückwunsch. Aber nicht überall, wo digital draufsteht, sind mehr Investitionen drin, von Steuergerechtigkeit ganz zu schweigen. Eine Hamburger Band sang mal, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ich fürchte, beim Antrag der FDP ist es umgekehrt. Wir werden uns darum bemühen, die eigentlichen Probleme zu lösen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Daniel Bayas für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 53 Jahre, das ist nicht der Altersdurchschnitt hier im Haus, nein, 53 Jahre, so lange hat es gedauert, bis der Bundestag die Grenze zur Absetzung geringwertiger Wirtschaftsgüter erhöht hat. Seit letztem Jahr ist die nicht mehr bei 410 Euro, sondern bei 800 Euro. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir diese Debatte nicht früh genug beginnen können. Und mal ganz grundsätzlich, meine Hoffnung ist, dass wir gemeinsam in dieser Legislatur hier im Deutschen Bundestag dieses Mal wirklich nach vorne gehen bei der Digitalisierung, auch in steuerlicher Hinsicht. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur über die Hidden Champions in der Industrie sprechen, die sind auch wichtig, sondern ich möchte, dass wir noch stärker über digitale Champions sprechen. Ich denke da an die Life-Science-Szene in Heidelberg, an die Kreativwirtschaft in Köln, an die Blockchain-Community in Berlin und viele andere da draußen. Und ja, auch steuerliche Erleichterungen, die Innovation gerade bei solchen kleineren Unternehmen fördern, die gehören dazu, die unterstützen wir. In die Richtung geht ja auch Ihr Antrag, die Abschreibungsdauer für digitale Güter und für Software von 5 auf 3 Jahre zu reduzieren, ist erstmal ein richtiger Ansatz. Aber wir haben das heute ein paar Mal gehört. Ich glaube erstens nicht, dass die Bedeutung für die Liquidität für Unternehmen, für den Eigenkapitalaufbau von Unternehmen so massiv ist, eher marginal, eher kleinteilig ist. Und ich will auch Sie daran erinnern, dass wir Grüne dafür plädiert haben, seit Jahren die Anhebung der Sofortabschreibungsgrenze für einfache Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro hochzusetzen. Damit hätten wir auch ein anderes Problem gelöst, nämlich die Poolabschreibung wäre überflüssig geworden. Und das hieße dann auch weniger Bürokratie, gerade bei der Steuer für kleine Unternehmen. Die Bundesregierung hat sich in der letzten Legislatur wenigstens ein bisschen bewegt. Sie hat die Abschreibungsgrenze jetzt auf 800 Euro angehoben. Leider gibt es die lästige Poolabschreibung noch immer. Ich bin gespannt, was wir in dieser Legislatur dahin bekommen. Hoffentlich dauert es nicht wieder 53 Jahre, meine Damen und Herren. Wir sind auf jeden Fall bereit, Unternehmen bei ihrem Sprung ins digitale Zeitalter zu unterstützen. Dazu gehören auch steuerliche Anpassungen. Aber nicht nur, wie Sie vorschlagen, branchenbezogene Sonderabschreibungsregeln, die im Zweifel Dinge eher komplizierter als einfacher machen. Ich finde, wir müssen uns viel stärker überlegen, so wie die Digitalisierung, bestehende Politikfelder wie die Mobilität, wie den Datenschutz, wie die Bildung von Grund auf verändert, wie wir unser Steuersystem insgesamt ins digitale Zeitalter bringen. Und ich möchte da mal ein paar Punkte nennen, über die wir uns stärker unterhalten sollten, meine Damen und Herren. Erstens. Helfen wir nicht nur wenigen Unternehmen mit Einzelfallregeln, helfen wir allen, zum Beispiel durch einen steuerlichen Forschungsbonus. Die GroKo hat es mittlerweile in ihrem Koalitionsvertrag drin. Wir Grüne hatten ziemlich genau vor 2 Jahren einen Gesetzesvorschlag hier im Parlament. Wir stellen Ihnen den gerne zur Verfügung, verzichten auch auf das Copyright. Hauptsache, es passiert was in der Frage, meine Damen und Herren. Zweitens, kümmern wir uns auch um die durch unfairen Wettbewerb aus dem Markt gedrängt werden. Unsere Einzelhändler, die konkurrieren ja zunehmend auch mit Händlern aus Fernost und viele von denen zahlen mittlerweile keine Mehrwertsteuer. Die Länder schätzen, dass den ehrlichen Händlern damit 5 Milliarden Euro Umsatz entgehen, dem Staat übrigens 1 Milliarde. Auch darüber sollten wir uns unterhalten. Und drittens, wir sollten uns genauer anschauen, ob die Logik physischer Betriebsstätten noch zeitgemäß ist. Die Big Techs, die verdienen wirklich viel Geld damit, dass sie Online-Werbung verkaufen, haben aber hier keine Betriebsstätte und zahlen deswegen wenig Steuern. Für eine kleine lokale Agentur um die Ecke gilt es nicht. Auch darüber müssen wir uns unterhalten, meine Damen und Herren. Wir Grüne sind der
gerne dabei, unser Steuersystem ins digitale Zeitalter zu überführen. Aber drei Grundsätze sind uns wichtig und die sollten wir nicht gegeneinander ausspielen. Erstens, steuerliche Regeln müssen Innovationen fördern, statt sie abzuwürgen. Zweitens, die Regeln sollten unser System einfacher, nicht komplizierter machen. Und letzter Satz, steuerliche Vorschriften müssen auch fair sein, gerade für ehrliche, gerade für kleine Unternehmen. Und dann können Sie gerne auf unsere Unterstützung hoffen. Vielen Dank. Daniel Bayas war das, der Start-up-Beauftragte der Grünen-Fraktion. Und zu diesem FDP-Antrag folgt jetzt der nächste Redner. Das ist Olaf Gutting für die Unionsfraktion. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die digitale Transformation ist das zentrale Thema in dieser laufenden Legislaturperiode. Und Deutschland muss sich als digitaler Standort positionieren. Und wir dürfen hier international nicht den Anschluss verlieren. Da geht es vor allem um das Thema digitale Infrastruktur, gigabitfähige Netze, 5G-Standard, digitale Bildung. Aber eben auch in der Steuerpolitik müssen wir auf den digitalen Wandel reagieren. Das Steuerrecht muss die digitale Transformation begleiten. Und neben der Sicherstellung der Besteuerung der digitalen Wirtschaft von Google und den anderen kommt es auch darauf an, dass wir unsere Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, in diesem Bereich nicht steuerlich benachteiligen. Wenn wir als Investitions- und Innovationsstandort attraktiv bleiben wollen, dann müssen wir uns dem stattfindenden internationalen Steuerwettbewerb stellen und dürfen hier nicht den Kopf in den Sand stecken. Jetzt stellt sich heute die Frage, ob dieser Antrag der FDP und die Maßnahmen, die hier vorgeschlagen sind, sowohl Deutschlands als Innovationsstandort stärken, als auch unsere Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Ich meine, nein, und wenn, dann nur bedingt. Der Antrag greift heute hier definitiv zu kurz. Ich habe mich ja gefreut, dass die FDP wieder im Bundestag ist, weil so ein bisschen Ordnungspolitik kann ja nicht schaden. Aber als ich Ihren Antrag gelesen habe, da habe ich mich an einen Ferienjob erinnert, den ich vor über 30 Jahren mal gemacht habe. Da waren Unternehmen und da haben wir Bauteile aus Asien bekommen, elektronische Bauteile, die haben wir dann mal kurz geprüft und danach ein Label draufgeklebt, Germany. Und bei Ihrem Antrag verhält es sich ähnlich. Nur weil Sie Digitalisierung draufschreiben, ja, wird das punktuelle Herumdoktern an den Abschreibungsregeln nicht besser. Und es wurde hier schon angesprochen. Wir haben hier unklare Rechtsbegriffe. Was sind denn digitale Wirtschaftsgüter, digitale Innovationsgüter? Was sind die Wirtschaftsgüter, die die digitale Transformation unterstützen und dienen? Das Beispiel wurde ja schon genannt. Es ist die Kaffeemaschine, die mit einer App gesteuert wird. Das ist nicht definiert. Und wichtig ist es, dass wir uns hier darüber einig werden, was das für Güter sind. Denn nur dann können wir auch abschätzen, was hat dieser Antrag für eine Haushaltswirkung. Denn das ist ja auch entscheidend, dass wir die Begrifflichkeiten kennen, um abschätzen zu können, was die Folgen sind. Herr Gutting, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Hat sich, glaube ich, schon erledigt, oder? Dann bitte. Ja, herzlichen Dank. Sie sind jetzt nicht der erste Redner. Der Kollege Binding hat in dasselbe Horn so ein bisschen reingeschlagen, der uns vorwirft, dass wir, was die Begrifflichkeiten angeht, nicht sauber gearbeitet haben. Ich gebe zu, ich habe persönlich nicht sehr sauber gearbeitet, denn ich hätte sagen müssen, woher ich diese Begriffe habe, und zwar aus dem Koalitionsvertrag zwischen der SPD und der CDU. Hier heißt es, Innovation von Unternehmen in der Digitalisierung wollen wir unterstützen. Dazu werden wir überprüfen, ob zugunsten digitaler Innovationsgüter die Abschreibungstabellen überarbeitet werden können. Ich wollte also keinen dritten. Wir haben nicht abgeschrieben, wir wollten einfach nur diesen Begriff übernehmen, das ist korrekt, aber dann sagen Sie uns doch bitte nicht in dem gleichen Tenor, das sei ungenau, das ist nun wirklich Unfug.
Wenn Sie zur Antwort noch bitte kurz stehen bleiben. Also Koalitionsvertrag ist kein Gesetzesentwurf. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und dass wir in der Stoß- und in der Zielrichtung in die gleiche Richtung marschieren, das haben wir, glaube ich, hier bei dieser Debatte jetzt auch schon gemerkt. Und ich kann nur anbieten, lassen Sie uns gemeinsam danach suchen, wie wir hier Abgrenzungsmodalitäten finden, wie wir diese Güter sauber abtrennen und abgrenzen. Dann kann man auch die haushalterischen Auswirkungen Ihrer Vorschläge überprüfen. Und was die Überarbeitung der AFA-Tabellen angeht, natürlich ist es ein immerwährendes Arbeiten an diesen Bereichen. Man muss allerdings auch anmerken, das sind lediglich Hilfsmittel, die AFA-Tabellen, um die Nutzungsdauer von Anlagegütern zu schätzen. Das ist keine bindende Rechtsnorm. Und ob deswegen geänderte AFA-Tabellen denn überhaupt zu einer Verkürzung der Abschreibungsdauer in der Praxis auf 3 Jahre, ob man dazu kommt, das bleibt eher zweifelhaft. Und auch eine Änderung bei den Regelungen zur Sofortabschreibung bei geringwertigen Wirtschaftsgütern halten wir im Moment nicht für den vordringlichen Punkt, den man angreifen müsste. Wir haben es schon gehört, zum 1.1. haben wir ja bereits die Erhöhung bei den GWGs vorgenommen auf 800 Euro. Und wissen Sie, wenn man sich das mal so in der Praxis vorstellt, also ich glaube nicht, dass es entscheidend ist für die digitale Transformation eines Handwerksbetriebes, ob er jetzt das Smartphone von Samsung für 700 Euro sofort abschreiben kann oder ob er vor dem Problem steht, dass er, wenn er ein etwas teureres kauft von Apple für etwas 800 Euro, dass er das dann nicht sofort abschreiben kann, sondern in den Pool einlegen muss. Das ist nicht die entscheidende Frage, ob er in die digitale Transformation geht. Und das kann nicht ernsthaft die Antwort sein. Deswegen müssen wir auch aufpassen beim Thema AFA, dass wir hier nicht auch die Probleme der Vergangenheit angehen. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage, Herr Gutting? Nein, jetzt muss ich zum Ende kommen. Jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir in die Zukunft schauen und nicht die alten Probleme bei der AFA der Vergangenheit lösen. Sie haben schon gehört, viele der Unternehmen leasen heute ihre Software. Oftmals kann man es dann direkt geltend machen, manchmal kann man es auch aktivieren. Sie nutzen Cloud Computing, sie nutzen Internetsoftware, also die digitale Transformation hat viele Facetten und deswegen ist die Sonder-AFA alleine nicht das Entscheidende. Lassen Sie uns doch zusammen strukturelle Lösungen finden, wie wir das deutsche Steuerrecht im internationalen Wettbewerb insgesamt attraktiver machen können. Wenn wir uns auf der Welt umschauen, dann kommen wir nicht umhin, dass wir feststellen müssen, ja, wir müssen uns unser Unternehmenssteuerrecht in Gänze anschauen und müssen hier eine Reform andenken. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie wir die steuerliche Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Zeichen des digitalen Wandels erhalten und verbessern können. Ihr heutiger Antrag springt dafür leider heute zu kurz, deswegen werden wir ihn ablehnen. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, eine Delegation der Elfenbeinküste zu begrüßen, die hier in Deutschland ist und sich über das duale Berufsbildungssystem informiert, insbesondere Herrn Mamadou Coulibaly, den ehemaligen Premierminister, und Herrn Pascal Affi N'Guessan, den ehemaligen Premierminister der Elfenbeinküste. Seien Sie herzlich willkommen. Nächster Redner in der Debatte ist Dr. Jens Zimmermann für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Debatte hat es, glaube ich, gezeigt. Es gibt hier im Hohen Haus nicht sonderlich viel Sympathie für den Antrag der FDP, was auch schon momentan mit 6 Fraktionen gar nicht so leicht ist, aber das hat zumindest geklappt. Aber es gibt eine Sympathie, und das kann man feststellen, mit der Zielrichtung. Ich glaube, das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner hier auch unterstrichen. Ich habe mir die Einleitung noch mal angeschaut. Da reden Sie von der Welt, die in einer rasanten Bewegung ist, dass ganze Geschäftsmodelle in Frage gestellt werden.
erklären, Sie machen den richtigen Rahmen des Problems auf. Das betrifft den Mittelstand, das betrifft unsere gesamte deutsche Wirtschaft. Und nachdem Sie diesen großen Rahmen aufspannen, dieser wirklich weltweiten Veränderung, kommen Sie zum Schluss, wir müssen die Abschreibungstabellen überarbeiten. Das ist, würde ich sagen, ein klassischer Fall von zu kurz gesprungen, meine Damen und Herren. Ja, wir prüfen Sie, und insofern ist das ja ein genau richtiger Hinweis, Herr Kollege. Das ist ein Punkt, den wir alleine in 12 Seiten in unserem Koalitionsvertrag zum Thema Digitalisierung untergebracht haben. Und das Thema Digitalisierung findet sich im Wirtschaftskapitel und findet sich im Finanzkapitel und findet sich in ganz vielen anderen Kapiteln eben auch. Und das zeigt eben an dieser Stelle, dass die Koalition, sofern sie denn am Wochenende zustande kommt, sehr wohl mit Ihnen die Analyse teilt, aber der Meinung ist, dass man eben einiges mehr tun muss, als hier ein kleines, winziges Sträubchen zu drehen, wo auch viele, und die Kritik ist hier schon laut geworden, an der Sinnhaftigkeit in der Art und Weise, wie Sie es isoliert jetzt hier vorstellen, zweifeln. Dass das eine Möglichkeit ist, über die wir uns auch verständigt haben, in der kommenden Legislatur, in der laufenden Legislaturperiode zu diskutieren, das stellt doch niemand in Frage. Aber alleine damit, Sie greifen viel zu kurz, und wir müssen viel, viel weiter gehen. Und wenn ich da noch mal in den Koalitionsvertrag schauen darf, da haben wir nämlich ganz schön viel reingebracht. Wir haben ein neues Investitionsprogramm Digitalisierung des Mittelstands. Wir haben bestehende Förderprogramme für den Mittelstand, die wir auf die Anforderungen der Digitalisierung erweitern werden. Wir haben das ganze Thema digitale Infrastruktur. Wir haben die Hub-Strategie, wo wir genau eben Mittelständlern die Möglichkeit geben wollen, ihre Geschäftsmodelle auf die Fragen der Digitalisierung, auf die Veränderungen der Digitalisierung zu überprüfen. Also wir haben einen ganz heidlichen Ansatz für dieses Problem. Und ich sage es nochmal, dass Sie ja richtig beschreiben. Aber das scheint mir, und das ist auch am Ende nachvollziehbar, ein Antrag zu sein, der vielleicht mit heißer Nadel gestrickt wurde, aber nicht so weit geht, wie wir an dieser Stelle gemeinsam wirklich gehen müssen. Und aus diesem Grund freue ich mich auf die Diskussion sowohl im Ausschuss Digitale Agenda als auch im Finanzausschuss, als auch mit Sicherheit die Kolleginnen und Kollegen an vielen anderen Stellen sich auch auf die Diskussion freuen. Aber dieser Antrag, wie er heute von Ihnen hier vorgelegt wurde, der macht eines sicherlich nicht, der setzt keine Maßstäbe. Vielen Dank. Jens Zimmermann war das, der Sprecher für Digitale Agenda der SPD-Fraktion. Und er hat es wie Redner vor ihm auch schon mal gesagt. Die Zielrichtung, es geht in die richtige Richtung, nicht weit genug der FDP-Antrag. Deswegen muss hier noch nachberaten werden im Ausschuss. Aber eine Rednerin haben wir noch, bevor das Ganze in die Ausschüsse geht, Ronja Kemmer. Was Sie dort schreiben, ist falsch. Zu Beginn führen Sie aus, dass der Mittelstand, vor allem ja auch im Vergleich zu den großen Konzernen, vor besonderen Herausforderungen bei der digitalen Transformation steht. Und wir als Union sind der Überzeugung, und der Kollege Michelbach hat das auch schon passioniert betont, der Mittelstand, das ist das Rückgrat unseres wirtschaftlichen Erfolges. Und deswegen ist auch entsprechend klar, dass wir für kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung spezielle Instrumente und Regelungen brauchen. Steuerliche Anreize über bessere Abschreibungsmöglichkeiten sind ein Weg, den man prüfen muss. Und es wurde bereits auch gesagt, darum haben wir das ja auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, zu prüfen, ob und wo es sinnvoll ist, die Abschreibungstabellen entsprechend zu überarbeiten. Aber wir werden das genau prüfen, mit dem Blick auf KMU, mit dem Blick auch auf Start-ups. Doch schlüssige Vorschläge für einen echten Innovationsschub für den Mittelstand, den liefert Ihr Antrag eben nicht. Und das haben Sie scheinbar ja auch selbst bemerkt und darum den Titel des Antrags auch kurzerhand geändert. Fest steht, Ihr Antrag geht an vielen Lebenswirklichkeiten vorbei. Wir haben es gehört, viele Unternehmen setzen inzwischen auf das Leasing von Softwareprogrammen. Die Anschaffung von Smartphones ist heute ja wohl ein grundsätzlicher Standard und die Abschreibung deshalb auch kein Meilenstein für Innovationen. Frau Kemmer, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich habe so wenig Zeit. Viel maßgeblicher
Der Koalitionsvertrag schafft die Grundlage für Innovationen und für steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Und Forschung und Entwicklung, das ist doch der Motor für Innovation schlechthin. Deswegen ist entscheidend, dass man sich nicht im Klein-Klein, nicht in einzelnen Rädchen verliert, sondern die entscheidenden Weichenstellungen voranbringt. Und wir haben hier in der letzten Legislatur auch schon einiges erreicht, gerade wenn man auf die Rahmenbedingungen für Start-ups, für Gründer oder auch mit Bezug auf Wagniskapital schaut. Und natürlich sind wir noch nicht am Ziel. Und darum haben wir ja weitere gezielte Maßnahmen für Information und Beratung, gerade auch für den Mittelstand, die Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren, das Förderprogramm Go Digital, nur zwei Beispiele, viele andere sind heute auch schon genannt worden. Ich betone noch einmal, gezielte Maßnahmen, differenzierte Instrumente im Rahmen einer konsequenten Gesamtstrategie. Wir wissen alle, die Digitalisierung wird unsere Wirtschaft, wird unser gesamtes Leben umkrempeln. Wer nicht digitalisiert, verliert. Und wenn ich mit Unternehmern, mit Mitarbeitern in meinem Wahlkreis spreche, dann werden auch immer wieder Hemmschwellen deutlich, die eben nicht nur mit den Kosten für digitale Ausstattung zusammenhängen. Bei der jüngsten Befragung des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft haben viele Betriebe angegeben, dass Digitalisierungsbestrebungen da sind, ja. Aber dass zum Beispiel Angebote zur Weiterbildung im Umgang mit digitalen Anwendungen fehlen. Und es ist doch so, die Digitalisierung braucht vor allem auch die Qualifizierung derjenigen, die am Ende auch von ihr profitieren sollen. Was nutzt die beste Ausstattung in Betrieben, wenn der digitale Unternehmergeist nicht ausgeprägt ist, wenn digitale Kenntnisse und Fähigkeiten schlichtweg fehlen, wenn Sicherheitsrisiken scheinbar überwiegen? Digitalisierung geht in den Köpfen los. An den Schulen, in den Ausbildungsstätten, an den Hochschulen. In der Arbeitswelt, in der Weiterbildung. Die Affinität im Umgang mit digitalen Prozessen, Kreativität und Freude auch an der Mitgestaltung von Innovationen und auch das kritische Hinterfragen von scheinbar gesetzten Dingen. Letztendlich die Befähigung zum lebenslangen digitalen Lernen. Das ist doch am Schluss auch das, was entscheidend zur digitalen Transformation beitragen wird. Und mit dem Digitalpakt D, mit der Digitalisierungsinitiative für die Ausbildung und für die Hochschulen, mit der nationalen Weiterbildungsstrategie legen wir hier die richtigen Grundlagen im Koalitionsvertrag, um diese Fragen anzugehen. Wir müssen die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zusammenhängend begreifen. Wir tun das als Union und wir tun das mit den entsprechenden richtigen Maßnahmen. Damit ist die Debatte beendet. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 959 an die Ausschüsse vorgeschlagen, die in der Tagesordnung aufgeführt sind. Da Sie damit einverstanden sind, ist die Überweisung so beschlossen.